Ja, die Nachwuchsarbeit der Wiener Symphoniker ist ja schon ein ganz langer Prozess. Wir sind sehr viel unterwegs in den Schulen dieser Stadt. Wir suchen Talente, wir sprechen junge Leute an. Und in diesem Zuge, Andres Oresco Estrada kam als unser neuer Chefdirigent, haben wir viel überlegt, was können wir für neue Projekte machen, für neue Modelle. Und so kam auch die Idee, dass man eine Altersgruppe fördert, die vielleicht noch unentschlossen sind, ob welchen Beruf sie erlangen wollen. Und da dachten wir, wir sind dann vielleicht auch Weichensteller. Ich war ja selber ein junger Dirigent, ein junger Musiker und ich dachte einmal vor einigen Jahren, wenn ich irgendwann mal später die Gelegenheit habe, auch für junge Musiker und Musikerinnen etwas zu tun, wo sie sich auch quasi auf die Bühne präsentieren können, am besten mit einem tolles Ensemble, wie jetzt im Fall mit den Wiener Symphoniker, dann muss ich das machen. Als ich erfahren habe, dass ich eine Preisträgerin des Wiener Symphonikerpreises bin, habe ich mich natürlich sehr gefreut, aber ich habe es im ersten Moment gar nicht wirklich realisiert. Also ich habe es dann meiner Familie und meinen Freunden und Freundinnen erzählt. Und erst dann irgendwie, als auch Reaktionen von außen kamen, habe ich realisiert, boah, ich bin auserwählt, und dann habe ich mich wirklich wahnsinnig darüber gefreut. Ich glaube, dass es definitiv meine musikalische Laufbahn sehr prägen wird. Ich hoffe natürlich, dass ich dadurch weitere viele Konzerte und Auftritte bekommen werde. Ins Konzert kommen sehr viele Familienmitglieder und sehr viele Freunde und Bekannte von mir. Und ich freue mich wirklich wahnsinnig, dass alle extra nach Wien einreisen, vor allem meine Familie aus Vorarlberg. Also ich bin erstmal sehr froh und sehr dankbar, dass die Wiener Symphoniker tatsächlich diese Initiative gegriffen haben und das entwickeln wollten. Das ist, glaube ich, nicht bei jedem Orchester so selbstverständlich, aus verschiedensten Gründen. Aber in diesem Orchester und dadurch, dass ich doch relativ neu bin, war sehr gewagt, sage ich mal so, oder war einfach ein Vorschlag, mal sehen. Und ich habe das sofort mitgenommen, ob von Musikvermittlungsabteilung bis zu dem letzten Musiker, die da im hinteren Pult spielen. Also das ist wirklich eine ganz tolle Sache, das sage ich auch hier mit. Nicht nur, weil es mein Orchester ist, sondern weil ich das für ehrlich empfinde. Erfahren habe, dass ich Preisträger werde, bin ich gerade auf dem Weg zur Universität gewesen und es war sehr überraschend, ja, hat mich sehr gefreut. Mit dem Orchester war es sehr, sehr schön, es war eine ganz andere Erfahrung mit einem Streichorchester. Es hat tolle Probeneindrücke von Sound und vom Spaß ergeben, es war einfach sehr angenehm. Der Preis wird, glaube ich, einen großen Eindruck auf meine Karriere haben, weil es einfach als 16-Jähriger schon ein Wahnsinn ist, mit der Wiener Symphoniker auf der Bühne zu stehen. Und ja, es ist einfach ein Sprungbrett in eine andere Liga. Erst einmal erwarte ich, dass es ein tolles Konzert gibt, dass es tolle Leistungen der jungen Leute gibt. Ich kenne sie noch nicht alle persönlich und bin auch wirklich ein bisschen aufgeregt, was uns da erwartet. Und die große Erwartung ist natürlich, dass man wirklich diesen Weg geht, Musik studiert und vielleicht dann an einem Tag bei uns sich bewirbt und vielleicht dann bei uns irgendwann mal vorspielt und eine Stelle bekommt. Wie ich erfahren habe, dass ich Preisträger geworden bin von dem Wiener Symphoniker Nachwuchspreis, war ich gerade in einem Überkeller ganz unten im Konservatorium in Innsbruck. Ich bin voll ausgezuckt und mein Kollege eben auch, und wir sind rumgekupft im ganzen Raum. Und das war echt, habe ich zuerst mal eigentlich gar nicht glauben können. War echt ein Wahnsinn, ja.
Von diesem Preis erwarte ich mir eigentlich nur, dass ich jetzt mal direkt beim Konzert Erfahrung sammle, einfach viel mitnehme, eigentlich vor allem Weiterbildung und das da Spaß haben und diesen Moment jetzt einfach da auf Erfahrung sammeln. Ja, in der Probe war ich eigentlich ganz am Anfang sehr nervös, habe ich mir mal zuerst war ich sehr angespannt, aber das ist dann irgendwie sehr gleich verflogen. Ich habe mit dem Chefdirigenten habe ich mich sehr gut verstanden von Beginn an und es war eigentlich sehr locker das Ganze und auch mit dem Orchester ist eine ganz andere Gewalt dahinter, als wenn man mit einem Klavier spielt. Das, was wir heute erleben, ist das Ergebnis von mehreren Dingen. Auf die eine Seite das eigene Vorbereitung, also von jedem diesen tolle junge Künstlerinnen und Künstler. Aber wir selbst, nicht nur nachdem wir dann die ausgesucht haben, haben wir eine ganz schöne Klavierprobe gehabt und hier und dort ein bisschen was verändert und habe ein paar Vorschläge gemacht, viel zugehört. Was haben Sie vor? Wo atmen Sie? Wo phrasieren Sie? Wo brauchen Sie mehr Zeit? Wo sind Sie vielleicht ein bisschen aufgeregter? Wo sind Sie super locker? Wo können Sie noch mehr brillieren? Und so weiter. Alles, was man da wirklich in so eine Klavierprobe zu zweit oder zu dritt, inklusive Pianistin, so wirklich alles möglich ist. Mit den Sinfonikern zu spielen, ist eine unglaublich coole Erfahrung auf meinem Weg zur Musikerin. Und ich glaube, dass ich diese Erfahrung einfach nutzen kann, wie man solistisch spielt, wie man mit einem Orchester arbeitet, dass das einfach musikalisch mich sehr viel weiterbringt. Die Probe hat mir super gut gefallen. Also das Orchester ist wirklich super und man kann einfach frei spielen und die tragen einen quasi über das Konzert drüber, geben aber genug Freiheit, dass man auch solistisch gut spielen kann. Also ins Konzert kommen ganz viele von mir, von der Familie ein paar und auch aus meiner Klasse viele Freunde. Einer kommt sogar aus Graz angereist und das ist eine große Freude. Ich werde auch, nachdem wir gespielt haben, mit jeder Einzelnen ganz kurz reden, vielleicht 2-3 Minuten, nicht mehr als das. Ich habe gehört, manche sind sogar mehr nervös oder aufgeregter auf diesen kurzes Interview. Aber ich habe mir überlegt, soll ich das weglassen? Aber dann bin ich selber zu dem Schluss gekommen, nein, eben nicht, weil ich habe das selber auch erlebt. Wenn man irgendwann mal dann was zu sagen hat und man das nie übt, nie trainiert, dann ist es wirklich sehr unangenehm. Und besser man trainiert das jetzt, auch wenn es vielleicht heute nicht so besonders brillant wird oder keine Ahnung oder nicht so fließend, aber macht nichts. Wir sind unter Freunde, unter Familie, das Orchester trägt allen, unterstützt allen, ich sowieso. Also lieber jetzt und darauf freue ich mich ganz besonders auch. Ich habe mich sehr gefreut, Preisträger zu sein, weil es einfach für mich eine riesige Chance ist. Und für den Lebenslauf ist es sowieso ein sehr großer Punkt und ein sehr wichtiger Punkt. Und vielleicht werden noch Konzerte folgen und weiteres, ja. Ich habe das Konzert ja schon mal gespielt mit einem anderen Orchester. Und mit den Wiener Symphonikern ist das einfach ganz ein anderes Level. Und es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Und mit ihnen eine eigene Interpretation zu arbeiten, macht einfach super viel Spaß und ist sehr schön. Die letzten Wochen waren sehr intensiv, da das Ganze schon recht spontan war und ich das Werk wieder erarbeiten musste. Aber die letzten Tage waren dann doch noch sehr, sehr gut, ja. Jetzt fehlt nur das Konzert, quasi die Krönung, der Höhepunkt und danach hoffentlich viel Freude haben, viel Positives mitnehmen, nicht nur wir, aber vor allem diese jungen Leute, dass sie sich da so richtig
dran glauben, dass was sie tun, was sie können und in dem Sinne hoffentlich weiter dran arbeiten, sodass wir diese jungen Leute vielleicht in den nächsten Jahren, hoffentlich in den nächsten Jahren auch noch wieder sehen können, treffen, begleiten dürfen oder vielleicht kommt der eine oder der andere auch ins Orchester, weiß ich, aber dass sie wirklich hoffentlich nach dieser Erfahrung viel Motivation haben und weiter hart arbeiten. Ich habe es noch gar nicht wirklich verarbeitet, dass es jetzt schon wieder vorbei ist. Ehrlich gesagt, ich wäre noch gerne länger auf der Bühne gestanden. Ein super Konzert mit einem super Orchester und einfach eine Wahnsinnserfahrung. Der Andres hat es gleich so gemacht, dass man sich gut gefühlt hat, dass es locker drauf war. Und war eigentlich sehr, sehr, sehr cool, ja, das Ganze. Ich bin immer noch sehr, sehr geflasht. Es ist super gegangen. Ich habe es unglaublich genossen und ich freue mich unglaublich. Mir geht es sehr gut. Ich bin sehr erleichtert. Es hat sehr viel Spaß gemacht mit den Wiener Symphonikern und dem Herrn Eslade. Es war eine große Ehre. Mehr oder weniger, wie man so in Sport immer sagt, ja, alle Erwartungen getroffen und mehr als was wir gewünscht haben. Das Publikum, glaube ich, hat es auch genossen. Die jungen Leute haben super gespielt. Das Orchester hat mit Freude begleitet. Und ich hatte wirklich einen großen Spaß. Ich durfte auch mit allem ein bisschen sprechen und das gefällt mir auch insofern gut, wie ich vorher sagte, dass man da ein bisschen von einem Mensch auch was hört, nicht nur von einem Musiker. Und das alles zusammen einfach sehr schön. Einen schönen Nachmittag, ein schönes Konzert und ich freue mich schon auf das nächste Mal, nächstes Jahr.